Hallo alle, schön, dass ihr vorbeischaut und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin die Kuchenfee, ich bin die Lisa und ich zeige euch heute super leckere Schoko-Cupcakes mit so einer richtig leckeren Schokoglasur obendrauf. Das Ganze schon so ein bisschen weihnachtlich thematisiert. Falls ihr nicht Weihnachten feiert, sind die aber trotzdem was für euch. Die sind einfach super cool. Das gesamte Wichtelthema passt ja auch zu mir als Kuchenfee voll rein. Deswegen freue ich mich mega, dass wir hier mit backen. Das genaue Rezept zu dem, was wir jetzt hier veranstalten, ist natürlich in der Infobox verlinkt. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Da ist der Link, worüber ihr dann kommt und euch das Rezept danach ausdrucken könnt. Was außerdem auch über der Infobox ist, ist der Abonnieren-Button. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das auf jeden Fall ganz schnell nach. Da würde ich mich drüber freuen und euch entgeht dann keines meiner neuen Rezepte mehr. Also Abonnieren drücken und die Glocke aktivieren. Und jetzt starten wir mit weicher Butter auf Raumtemperatur, ganz wichtig. Man kann nämlich weder kalte noch flüssige Butter aufschlagen, deswegen muss sie auf Raumtemperatur sein. Die wird aufgeschlagen hier mit etwas Zucker, so richtig schön fluffig. Und wenn das der Fall ist, dann kommen meine Eier nach und nach dazu. Das geht alles hier recht flott. Das heißt, bevor ich hiermit jetzt anfange, heize ich mir schon mal den Ofen vor, dass der auf Temperatur ist, wenn wir fertig sind. 175 Umluft, Attacke. Und jetzt hier Attacke. So, jetzt einhändig. Eins, zwei. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil von meinem Teig. Dafür, bleib stehen, vermenge ich mir jetzt einmal meinen griechischen Joghurt hier mit der Buttermilch. Und was ich mir auch einmal vermenge, sind meine trockenen Zutaten. Die werden gleich sogar noch gesiebt. Normalerweise mache ich das bei einfachen Muffinteigen nicht, aber Moment, der Backkakao, den ich benutze, immer schön am Matschen, klar, der ist doch arg stückig und ich möchte keine Schokostückchenreste in meinem Teig haben. Könnte zwar lecker sein, könnte aber eventuell auch ziemlich bitter sein, weil Backkakao ja doch sehr herb ist. Deswegen siebe ich mir das jetzt hier einmal auf meine Masse. Da kommen sie, die riesigen, harten Schokobrocken und zum Teil die Mehlnester, die wir natürlich nicht im Teig haben möchten. Die drücke ich jetzt einmal mit meiner Gummilippe durch. Danke fürs Helfen, lieber Wichtel. Und dann kommt meine Flüssigkeit hier auch noch einfach so zu. Da darfst du mir auch noch mal helfen, Wichtelein. Und dann wird das Ganze noch einmal kurz verrührt. Und man matscht natürlich weiterhin. So. Und somit ist unser Schokoteig fertig. Ich kratze mir jetzt hier einmal, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber ich kratze mir jetzt hier einmal den Rand von meiner Schüssel runter. Das funktioniert natürlich besonders gut mit so einer Sililippe, so einer Gummilippe, die ich hier habe, so einem Teigschaber, wie auch immer ihr ihn nennt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie sowas bei euch heißt. Und dadurch, dass der so soft ist, schmiegt er sich natürlich fantastisch an meine Schüssel. Ja, lässt mich einmal gut verrühren. Was auch super duper praktisch ist, ist einmal ein Lappen, um das hier gleich sauber zu machen. Aber auch die Muffinförmchen, die ich jetzt benutze, die haben auch dieses super süße Wichtelthema. Die sind von der Firma Stetter und die sind, kommt ihr raus? Da kommen sie. Die sind stabil genug, dass die nicht in
Muffinblechen gebacken werden müssen. Das heißt, wenn ihr jemand seid, der gerne backt, aber sich so ein Muffinblech zum Beispiel nicht zulegen möchte, dann empfehle ich euch solche relativ stabilen Förmchen. Da gibt es bei Stetter super, super viel Auswahl. Also schaut euch das mal an. Wenn ihr vielleicht nicht unbedingt auf das Wichtelthema Lust habt, da gibt es ganz viele andere schöne Motive, da einfach mal vorbeischauen. Besonders, weil ich einen Gutscheincode für euch habe. In meiner Influencer-Karriere das erste Mal, dass ich einen Gutscheincode für euch habe. Der ist aber zeitlich limitiert, von daher gönnt euch jetzt auf jeden Fall rechtzeitig was und lasst ihn euch nicht entgehen, wie zum Beispiel eben hier so eine Gummilippe oder ich habe so viele Sachen von Stetter in Gebrauch, das wisst ihr ja, glaube ich, auch. Ich hatte ja auch ganz viele Produkte von Stetter in meinem Shop vor einigen Monaten noch und ich denke, das spricht halt für sich. Von daher nutzt es auf jeden Fall aus, bitte, bitte unbedingt. Lasst es euch nicht entgehen und freut euch dann danach an der Killerqualität. So, und mehr sage ich dazu nicht. Jetzt wird hier eingefüllt. So, ich mache das hier mit so einem Eisportionierer und fülle damit eben nach und nach meine Förmchen. Vielleicht schnabuliere ich den Rest gleich so. Und die wandern jetzt so eben in den Ofen, bis die Küche fantastisch duftet, euch das Wasser im Mund zusammenläuft und die durchgebacken sind. Und wenn das der Fall ist, lasst ihr die einfach komplett abkühlen. Also ich schätze mal, so in einem Stündchen ungefähr sehen wir uns wieder mit Topping und Glasur und Deko und dem ganzen schönen Zeug. Bye-bye! Meine Cupcakes sind mittlerweile abgekühlt und jetzt können wir uns ums Topping kümmern. Ultra einfach. Ich glaube, man sieht, wie wenige Zutaten ich hier habe, nämlich 3, um es genau zu nehmen. Ich habe Butter, die auf Raumtemperatur ist. Die schlage ich jetzt volle Möhre auf für ein paar Minuten. Gerne mit viel Geduld. Gerne auch in einer Küchenmaschine, wenn ihr eine habt. Für Videozwecke mache ich das gerne immer mit dem Handgerät. Und wenn das ein paar Minuten aufgeschlagen ist, dann siebe ich mir hier meinen Backhacker drauf. Dann wird es nochmal aufgeschlagen und dann wird nach und nach meine gezuckerte Kondensmilch einlaufen gelassen. Kein Hexenwerk, ich mache das mal. Meine Butter ist schon richtig schön hell und fluffig geworden. Da kommt jetzt der Backkakao drauf. Ich siebe den jetzt hier drauf, weil ich, naja, wie eben gesagt, so richtig grobe Kakaostücke habe und die möchte ich in meiner geschmeidigen Schokocreme eben nicht haben. Von daher wird das bei mir gesiebt. Wenn ihr aber euren Backkakao gerade frisch aufmacht und der noch so richtig schön fein, flockig und fluffig ist, dann könnt ihr das mit dem Sieben eigentlich lassen. Ich bin mir sicher, ihr kennt den Trick, aber falls nicht, hier ist ein Trick, falls eure Schüssel auch so hin und her flutscht wie meine, einfach einen nassen Lappen drunter legen und dann klappt das schon fast besser. Jetzt wird aufgespritzt, Beutel mit normaler runder Tülle vorne dran. Ich spritze im Endeffekt einfach erstmal so einen Kringel auf. Upp. So ein kleines Häufchen und das mache ich jetzt bei allen.
Ich spritze jetzt noch die letzten Cupcakes auf und dann packe ich die so für ein halbes Stündchen ins Eisfach. Upp, da kommt's. Ein halbes Stündchen ins Eisfach, damit das Topping schön fest werden kann und wir das gleich gut dippen, gut zoppen können. So, noch die letzten hier. Übrigens, falls das mit der Buttercreme bei euch nie so richtig funktioniert, ich habe ein Buttercreme-Video gepostet, wo ich auch über die Fehler und Fehlerbehebung von Buttercreme spreche. Vielleicht ist da der ein oder andere Tipp für euch dabei. Falls es mal zu grisseliger Buttercreme zum Beispiel kommt, dann kann der euch vielleicht retten. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ist da in der Infokarte verlinkt. Infokarte, genau. So, dann wandert jetzt wie gesagt ins Eisfach und dann machen wir so lange mit der Glasur weiter. Meine Glasur habe ich mir gerade schon in der Mikrowelle geschmolzen. Das ist eine Mischung aus Kuchenglasur und Tafelschokolade. Und zwar ist das zartbitter Kuchenglasur und zartbitter Schoki und noch so eine Handvoll weiße Schoki ist auch drin gelandet, damit es nicht ganz so herb, nicht ganz so bitter ist. Und das habe ich jetzt in der Mikrowelle einfach nur bei kleiner Wattzahl in so 20 Sekunden Intervallen geschmolzen, immer wieder gerührt. Und jetzt ist das hier so weit gelöst. Die letzten Stücke, die hier drin sind, die kriege ich noch rausgerührt müssen, mit ein bisschen Geduld. Was ich aber auch noch einrühre, ist etwas neutrales Öl. Normalerweise gehört sich das nicht. Ich scheue mich auch immer davor, Öl zu Schokolade zu geben. Dafür ist sie mir einfach zu schade. Aber in diesem Fall mache ich eine Ausnahme, weil ich wirklich nur so eine ganz dünne Schokoschicht haben möchte. Und das verdünnt das eben. Also hier einfach so ein Esslöffel auf zwei, wenn es hochkommt. Einmal dazugeben und eben einrühren. Und dadurch wird das Ganze ein bisschen dünner und fließt auch besser vom Cupcake ab. So. Jetzt gerade ist die Schoki auch noch ein Müh zu warm. Ich werde jetzt noch was abkühlen lassen, weil wenn die zu warm ist und auf unser Topping kommt, dann schmilzt das und dann ist es eine totale Katastrophe einfach nur. Deswegen lasse ich das hier noch was abkühlen, während eben meine Cupcakes noch etwas anfrieren. Das dauert auf jeden Fall noch. Aber ich gebe mir das auch gleich schon in hier einfach im Endeffekt ein hohes Glas. Das ist jetzt mein Lieblingsglas aus dem Shop damals. Gebe mir das hier rein, relativ hoch, damit ich das gleich gut tunken kann, ohne dass mir hier zu viel von meiner Glasur verdrängt wird. Da ist das einfach super für. Ich habe mir nicht alle Cupcakes rausgeholt, damit die auch schön kalt bleiben und wage jetzt den ersten. Das sieht gut aus. Ein bisschen was darf auch noch runterlaufen. Während die Glasur jetzt noch soft ist, gebe ich auch noch ein bisschen Streudekor drauf. Weil wenn schon, denn schon. Sieht halt auch voll süß aus, ne? Passt auch zu den Wichteln. Mega gut. Und was ich auch noch drauf gebe, ist ein bisschen Diamond Dust. Schon etwas chaotisch, weil sie viel benutzt. Ein Hauch von Glitzer. Juti, dann glasieren wir mal. Wie süß, ey. Mega gut. Gefällt mir voll.
Ich glasiere meine Cupcakes jetzt noch in Ruhe zu Ende. Entlass mich an dieser Stelle schon mal aus dem Video. Vergesst nicht, in die Infobox zu schauen für Gutscheincode, für Rezept, für weitere Infos, für Patreon, fürs Abonnieren und. Ich freue mich auf eure Kommentare. Schreibt mir gerne, wie euch die gefallen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut!